Donnerstag, den 11. Juni, ist Fronleichnam, eines der höchsten katholischen Feste. Es findet immer 60 Tage nach Ostersonntag statt. Abhängig von den Osterfeiertagen fällt es zwischen den 21. Mai und den 24. Juni. Nur in der Hälfte der deutschen Bundesländer ist Fronleichnam tatsächlich ein Feiertag. Die evangelische Nachrichtenagentur IDEA sprach mit dem römisch-katholischen Theologen Hubertus Freiberg über die Bedeutung dieses Tages. Fronleichnam ist ganz anders, als wir es jetzt denken, nicht was mit Tod zu tun, sondern kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt Leib des Herrn, hat also den lebendigen Leib des Herrn gemeint und nicht den Toten. Und das ist schon eine gute Begründung auch für Fronleichnam, dass wir nicht etwas Totes durch die Gegend tragen, sondern dass wir wirklich unseren Herrn Jesus Christus sagen, er ist wirklich lebendig, wahrhaft gegenwärtig und jetzt auch mitten unter uns. Und dass er in der Eucharistie, in diesem Brot, wirklich wahrhaft real präsent gegenwärtig ist, sich uns schenken möchte auch, und dass wir dieses in der Fronleichnamsprozession den anderen Menschen zeigen möchten. Wir glauben, dass Gott gegenwärtig ist in der Eucharistie. Wir glauben, dass er lebendig ist in der Auferstehung. Wir glauben, dass er für uns ansprechbar ist. Und das real präsent, also Gott ist wirklich gegenwärtig. Ich nenne es immer so, dass die Apostel haben Jesus den Alltag über begleitet, aber sie haben auch die Gottheit nicht wahrgenommen. Und so ist es für uns, auch wenn wir die Eucharistie sehen, dann sehen wir weder die Gottheit noch die Menschheit, aber wir wissen, er ist genauso gegenwärtig bei uns, wie er es damals mit den Jüngern war oder Israel war. Und deswegen können wir ihn verehren und anbeten, vor ihm niederknien. Und so könnten wir sagen, die Botschaft von Fronleichnam für alle Christen ist, sei eine lebendige Monstranz. Das heißt, trage Christus in dem Weise, wie du es kannst, in deinen Alltag, in deinen Büro, in deine Arbeit, an dein Fließband, in die Schule, zum Sport, und sei du ein Christusbringer, der zum Segen für die anderen wird. Oder andersrum nochmal gesagt, dass so wie wir an Fronleichnam in alle Himmelsrichtungen alles segnen wollen durch die Eucharistie, sei du ein Segen für all die Menschen, die um dich herum sind.